Gut, beenden. Also ich habe keine Ahnung, wie die Dinger funktionieren. Ausrüstung können wir wechseln. Wir kommen hier nicht raus. Aber dafür hier. Oh. Jetzt ist nur die Frage, wo bis wir lang. Jetzt ist die Richtung, wo das Spiel uns lang lässt, würde ich mal sagen, oder? Ja. Die Dinger. Schwächling! Tuchanka ist einfach viel zu gruselig. Von dieser Planet hat wirklich einfach nukleare Bombardements überlebt. Hier sieht man immer noch eine Bombe. Die Natur. Also, wie die mutiert ist, möchte ich gar nicht wissen. Was diese Schaben hier früher mal waren, möchte ich auch nicht wissen. Die Variants sehen auch so aus, als wären sie einfach in irgendeinen nuklearen Tank gefallen. Jetzt bist du tot. Oh Gott. Bin auf dem Weg. Ja, okay. Hier, viel Spaß. Noch einer. So, tut mir leid wegen der Stillepause jetzt, aber vor meiner Tür war jemand. Meine Güte. Also ich würde das jetzt hier übrigens im Stück aufnehmen. Dann später schneiden. Oh Gott, ja. Die überhaupt nicht gesehen. Was ist hier? Hey, hey. Genau, finde ich trotzdem, dafür, dass hier so gut ist. Genau. So. Nein, nein, nein. Blöder Krieg. Ja, gut. Haha. Dann. Barons. Vom Blatt. Ohne Probleme. So verletzt niemand. War ja klar. Vor allem genau da, wenn ich aufstehe. Ich weiß, was euch in der Erde. Hier steht genau vor mir. Mit Korgana ein Schrotflintenduell und gewinnen. Ich glaube, das macht nicht jeder, oder? Aber wenn wir Mass Effect hier so weiter aufnehmen, dann wird es immer so sein, dass ja, wir keine Folgen mehr haben, weil die Spielzeit ist. Das heißt, ich werde gucken, ob ich den Spielstand hier und auf Mass Effect 3 verknüpfen kann, so dass wir hier alle Sachen noch haben. Weil dafür müsste ich etwas rumbasteln. Das hier mit Origin verknüpfen, weil ich nur auf Origin das immer habe. Da muss ich hoffen, dass das auch funktioniert. Ihr seid ja jeden Tag gut. Ich dachte schon, ich laufe wieder allein. Aber wir werden ja sehen, ob das klappt oder nicht, weil sonst werde ich mir einfach einen neuen Charakter erstellen und ja, der so ähnlich aussieht wie der hier. Zumindest weitestgehend. Auch wenn ich diesen Shepard hier etwas hässlich finde, muss ich gestehen, ne? Also. Haha. Ich bloß mit den Aufsaugstutzen habe ich noch nie hingekriegt. Da hatte ich immer irgendein Problem, weil ich den meistens erst gefunden habe, nachdem ich diese Mission hier gemacht hatte. Unfunktioniertes korganisches Krankenhaus. Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Eine Menschenleiche? Diese Leiche? Ein Mensch. Kurze Untersuchung notwendig. Geschwüre, Tumore, Quetschungen an Handgelenken und Knöcheln, zahlreiche Injektionen an mehreren Stellen. Testobjekt, Opfer von Experimenten. Es lässt sich vermutlich nicht ermitteln, wer dieser arme Kerl war, oder? Keine Tätowierung, keine Identifizierung. Vielleicht Sklave oder Gefangener, vielleicht Söldner oder Pirat. Nicht mehr von Bedeutung. Eindeutig Teil der Tests zur Heilung der Genophage. Menschen nützlich als Testobjekte, genetisch vielfältig. Dadurch Erforschung von Behandlungsbedingungen möglich. Experimente an Menschen. Genau deshalb könnte man Cerberus fast für eine gute Idee halten. Aber selbst nie Menschen dazu benutzt. Widerlich, unethisch, unsauber. Wird von skrupellosen Forschern gemacht, nicht von Leuten, die nachdenken. Hat in wahrer Wissenschaft keinen Platz. Dass Korgana Menschen verwenden, ist keine Überraschung. Sie mussten doch sicher auch Tests am lebenden Objekt durchführen, als sie die neue Genophage entwickelt haben. Nein, ist unnötig. Habe Tests beschränkt auf Simulationen, Arbeit mit Leichen und geklonten Gewebeproben. Komplizierte Tests an Baron durchgeführt. Keine Tests an Spezies, die fähig zur Integralrechnung sind. Einfache Regel. Habe sie nie gebrochen. Wäre etwas, das auf Tuchanka lebt, nicht sinnvoller? Baron vielleicht? Ja, Experimente mit Menschen nur für grundlegende Konzepttests sinnvoll. Später in der Entwicklungsphase wird vermutlich Fauna von Tuchanka selbst verwendet. Vernünftig, Baron erst einzusetzen, wenn es notwendig ist. Sehr kräftiger Biss. Autsch. Ich finde es auch interessant, wie Grunt einfach im Hintergrund steht und sich denkt, ich will einfach nur weiter. Was können Sie nach einem Blick auf die Leiche über Ihre Experimente sagen? Position der Tumore legt nahe, dass Nebenniere und Zirbeldrüse bewusst zur Mutation angeregt wurden. Hormonwerte wurden modifiziert. Angriff gegen von der Genophage befallene Drüsen. Clever. Glauben Sie, Sie werden die Genophage bald heilen können? Kann ich nicht sagen. Brauche mehr Daten. Strukturschaden minimal. Genophage verändert Hormonwerte. Reparatur mit hormoneller Gegenbehandlung durchaus möglich. Inwiefern sind Menschen genetisch vielfältiger? Variantenreicher. Gipfel und Täler, Mutationen, Anpassungen. Viel mehr als bei anderen Lebensformen. Dadurch sind Menschen geeignete Testobjekte. Mehr Reaktion bei weniger Stimulus. Ich weiß, dass wir alle sehr unterschiedlich aussehen. Aber auch Asari haben zum Beispiel viele verschiedene Hauttöne. Nein, äußere Erscheinung ignorieren. Der genetische Code zählt. Biotikfähigkeiten, Intelligenzquotient. Asari oder Korgana ermöglichen ergebnissichere Rückschlüsse. Menschen für derlei Beurteilung zu vielfältig. Jede Spezies hat natürlich Grenzfälle, Genies, Schwachköpfe, aber menschliche Wahrscheinlichkeitsverteilung insgesamt weitaus vielfältiger. Jetzt haben wir zwei Gründe, diesen Laden stillzulegen. Müssen zu Maelon. Dem Toten hilft keiner mehr. Nee, dem hilft gar nichts mehr. Also wir entdecken irgendeinen Weg, Tote wieder zu beleben. Aber ich würde das auch lassen, außer ich bin der, der sie auch komplett kontrollieren kann. Ein Nekromant ist lustig. Ich bin der Sprecher des Weyrloc-Clans Außenweltler. Sie haben unser Blut vergossen. Eigentlich müssten sie längst tot sein. Aber Weyrloc Gold, der Chief aller Chiefs, hat befohlen, ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben, damit sie allen mitteilen können, dass wir kommen werden. Korgana lassen normalerweise niemanden einfach so gehen. Was hat der Weyrloc-Clan vor? Wenn sie jetzt abziehen, können Sie Ihren Kindern erzählen, dass Sie den Weyrloc-Clan gesehen haben, bevor unser Bloodpack die Sterne erobert hat? Halten Sie die Art noch für beeindruckend? Sie sind bemitleidenswert. Weyrloc Gold wird Sie vernichten. Der Salarianer wird die Genophage heilen und der Weyrloc-Clan wird sich auf einem Meer von Blut über die ganze Galaxie ausbreiten. Sieht aus, als hätten Sie erkannt, woran Maelon arbeitet. Ein unglücklicher Umstand. Es muss nicht so ablaufen. Ich kann ja verstehen, dass Sie die Genophage heilen wollen. Nein, Mensch. Sie verstehen gar nicht. Sie haben die Berge von Kindern nicht gesehen, die niemals leben durften. Den Korganern wurde Unrecht angetan. Wir werden alles wieder gerade rücken und Rache nehmen. Aha. Die halbe Galaxie betrachtet die Korgana als Opfer. Wenn sie einen Krieg anzetteln, werden sie jede Unterstützung verlieren. Wir haben das Bloodpack und wir haben den Salarianer. Wenn unser Clan einmal in die Millionen geht, brauchen wir keine Unterstützung mehr. Wenn wir die Genophage heilen, herrscht Weyrloc Gold über alle Korgana. Und aus den korganischen Rebellionen wird das Korganische Reich. Die überlebenden Spezies werden ihren Kindern Schreckensgeschichten darüber erzählen, was das Bloodpack mit den Turianern gemacht hat. Die Asari werden schreien, wenn ihre Zitadelle in die Sonne stürzt. Wir werden die Salarianer als Sklaven halten und ihre Eier als Delikatesse verspeisen. Wenn sie so dumm sind, nicht zu fliehen, werden sie zu den Ersten gehören, die wir zertreten. Für Weyrloc Gold. Angriff! Wir wurden entdeckt. Okay, der Typ ist ekelhaft. Dann. Jetzt bist du tot. Dann machen wir es einfach schnell. Zack. Ich schwäche deren Panzerung, damit meine Panzerung ist erledigt. Das muss ich immer selbst erledigen. Den Blutraum. Guck mal. Die treffen mich, Shepard. Die zweiten Baron. Tue ich gar nicht. Bäh. So. Das, Das habe ich mir schwerer vorgestellt. Naja. Aber man muss sagen, also das Krankenhaus sieht noch stabil aus dafür, dass es so einiges überlebt hat. Zu den Labors. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Das weist auf totes Fleisch hin. Bringen Sie uns einfach hin. Also es sieht hier schon mal etwas besser aus. Aktive Konsole enthält vielleicht nützliche Daten. Moment. Gensequenzen, stabile Hormon-Mutagene, Proteinketten, lebendes Gewebe, geklontes Gewebe. Sehr gründlich. Behandlungsansätze sind Standard. Keine aggressiven Immunsuppressiva zur Änderung des Hormonspiegels. Gut. Wäre schlimm gewesen. Ja. Die meisten Leute würden die Entwicklung einer Seuche, die steril macht, nicht so gleichgültig abtun, Morden. Nicht Entwicklung, Modifizierung. Viel schwieriger. Arbeit innerhalb der Grenzen der bestehenden Genophage. hundertfach komplexer. Fehler nicht akzeptabel. Könnte totale Sterilität und bösartige Tumore verursachen. Könnte sogar Effektivität vermindern. Schlimmer als nichts zu tun. Mussten Korgana-Population stabil halten. Einer von 1000. Perfektes Ziel, optimales Wachstum. Wie beim Gartenbau. Reden Sie es ruhig schön, aber es geht um den Mord an Millionen von Lebewesen. Nein, habe niemanden ermordet. Fruchtbarkeit wurde modifiziert. Ausbildung des Nervensystems im Fötus unterbunden. Habe viele getötet, Shepard. Mit vielen Methoden, Schusswaffen, Messer, Drogen, Tech-Angriffe. Einmal mit Landwirtschaftsmaschinen, aber niemals mit Medizin. Sie behaupten also, Sie hätten ebenso viel Mühe darauf verwendet, dass die Population nicht absinkt? Ja, hätten Korgana ausrotten können, kein Problem. Mehr Mutation schwächt die genetische Struktur noch stärker. Haben uns dagegen entschieden. Auslöschung der Rachni tragisch. Sollte sich nicht wiederholen. Jedes Leben wertvoll. Universum braucht Vielfalt. Wie war die Arbeit im Projekt zur Modifizierung der Genophage? Die besten Jahre meines Lebens. Mit neuen Ideen aufwachen, beim Frühstück darüber sprechen, den ganzen Vormittag experimentieren. Nachmittags statische Analysen, vor dem Abendessen neue Simulationen starten, Datendurchläufe während der Nacht. Lachen, Ego, Diskussionen, Leidenschaft. Das größte Problem der Galaxie lösen mit unbegrenzter finanzieller Unterstützung. Wir bekamen alles, was wir anforderten. Oh. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren früheren Teamkollegen? Nein, mit der Freisetzung änderte sich alles. Habe Testfreisetzungen bei isoliertem Korgana-Clan durchgeführt. Die Resultate waren positiv. Dann erfolgte Freisetzung auf dem Rest von Tuchanka. Ende des Projekts, Wege trennten sich. Habe Ende beobachtet, Absinken der Geburtenrate. Persönlich, privat, für Team nicht geeignet. Sie waren wohl ziemlich wichtig. Wie kam es dazu, dass Sie auf Omega Leiter einer Klinik wurden? Wollte Leute heilen. Viel erreicht in den letzten 10 Jahren. Etwas Leichtes, ohne ethische Bedenken. Verstehe Argumentation für modifizierte Genophage. Richtige Entscheidung. Aber manchmal immer noch Schlafstörungen. Wie können Sie dem Einsatz der Genophage zustimmen, Morden? Sehen Sie doch, was dadurch aus Tuchanka geworden ist. Lage von Tuchanka nicht Ergebnis der Genophage. Nuklearer Winter von Korganern verursacht. Lange vor Kontaktaufnahme der Salarianer. Entscheidungen der Korganer. Verweigerung von Waffenstillstand während der korganischen Rebellionen. Expansion nach den Rachni-Kriegen. Zersplitterung nach der Genophage. Genophage medizinisch, nicht nuklear. Viren verursachen keine Krater. Schadensursache sind Korganer, nicht Salarianer, nicht ich. Dennoch sind Sie für die Resultate auf Tuchanka verantwortlich. Sie haben das Virus verbessert, wegen dem Sie Barbaren geblieben sind. Korganer haben Kriegsverbrechen begangen, Verhandlungen verweigert. Niederlage gegen Turianer nicht endgültig. Korganer hätten sich erholen und erneut angreifen können. Konventioneller Krieg zu riskant, korganische Streitkräfte zu stark. Genophage war einzige Option. Korgana haben Genophage provoziert. Wir oder sie. Werde mich für Sieg nicht entschuldigen. Hätte friedliche Lösung vorgezogen. Wenn die Korganer sich also zusammentun und eine gemeinsame Regierung bilden würden, fände das Ihre Zustimmung? Ja. Vereinte Korganer haben Galaxie gerettet und Rachni vernichtet. Genophage keine Bestrafung. Modifiziert einfach Fruchtbarkeit als Korrektiv der Entfernung aus feindseliger Umwelt. Wir werden Maelon nicht finden, wenn wir Konsolen anstarren. Los, weiter. Also schon ein bisschen widerlich, was da gemacht wurde, ne? Also... Toter Korgana, weiblich. Tumore deuten auf Experimente hin. Keine Fesselung. Eine Freiwillige. Sterile Weyrloc-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten, aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Ich hatte nicht erwartet, dass sie der Anblick einer toten Kroganerin aus der Bahn wirft. Was? Warum? Wegen der Genophagearbeit? Irrelevant. Nein. Ursächlich. Habe nie mit lebenden Kroganern experimentiert, nie mit Medizin getötet. Ihr Tod ist nicht mein Werk, habe nur darauf reagiert. Ziel war Stabilisierung der Population. Wollte das nie. Kann es logisch nachvollziehen. Ist dennoch unnötig. Dumme Verschwendung von Leben. Hasse diesen Anblick. Ich dachte nicht, dass Sie mit Sachen wie diesen allzu viel Kontakt hatten. Waren Sie nach dem Freisetzen Ihrer Seuche noch einmal auf Tuchanka? Jährliche Aufklärungsmissionen. Wasser, Gewebeproben. Sicherstellen, dass keine Fehler passieren. Vorgesetzte haben Weiterführung angeboten, aber abgelehnt. muss es selbst sehen, muss begutachten, muss betrachten, es als notwendig akzeptieren, das kleine Bild sehen, mich daran erinnern, warum ich eine Klinik auf Omega betreibe. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter und einen besseren Ort. Spiritualität hätte ich von Ihnen nicht erwartet, Mordin. Projekt zur Modifikation der Genophage hat Millionen von Leben verändert. Dann kam das Resultat. Ego und Demut nebeneinander, Zerbrechlichkeit des Lebens, Größe des Universums. Nach Abschluss der Arbeit Religionen befragt. Verschiedene Spezies, keine Antworten, viele Fragen. Sie versuchen doch nur mit Ihrem schlechten Gewissen klarzukommen. Der Arzt, der Millionen von Leben ausgelöscht hat. Projekt zur Modifikation der Genophage war groß angelegt, wissenschaftlich brillant, aber ethisch fragwürdig. Reaktion der Korgana, schrecklich, tragisch. Nicht schuldig, aber verantwortlich. Bin ausgebildeter Arzt. Genophage beeinflusst Fruchtbarkeit, tötet nicht. Dennoch habe ich es verursacht. Blick aufs große Ganze durch Leichenhaufen erschwert. Können Sie das wirklich alles rational wegargumentieren? Wie rechtfertigen Sie das? Rat des Lebens. Beliebte Idee bei Salarianern. Ähnlich wie Hinduismus bei Menschen. Konzept der Wiedergeburt. Einladend, das Leben als endlos zu begreifen. Fehler im nächsten Leben korrigieren, lernen, anpassen, verbessern. Kann nicht glauben, dass das Leben hier endet. Zu große Vergeudung. Habe noch viel anzubieten, muss Fehler korrigieren. Hier kann nicht das Ende sein. Könnte noch so viel bewirken. Wenn Sie so sehr in sich gehen müssen, um darüber hinwegzukommen, war die Genophage vielleicht doch ein Fehler. Es musste getan werden. Rachni-Kriege, kroganische Rebellionen, alles deutete auf Aggression durch Korgana. So viele Simulationen, Effekte des Populationswachstums bei Korganern, alles deutete auf Krieg hin, Auslöschung, Genophage oder Genozid. Die Galaxie vor den Korganern retten, Korgana vor der Galaxie retten. Sie hätten stattdessen ein Heilmittel für die Genophage entwickeln können. Das hätte den Korganern Hoffnung gebracht. Sie hätten sich darüber gefreut. Das setzt menschliche Reaktion voraus. Funktioniert bei Korganern anders. Unwirtliche Umwelt, Möglichkeit zur Flucht, Kampf. Hätte Tuchanka ins Chaos gestürzt. Sieger hätte Ökonomie im Kriegszustand gehabt. Blutrünstige Armee. Einzig logische Folge, galaktische Expansion. Mehr Krieg. Genophage hat Leben gerettet, die der Krieg vernichtet hätte. Sie waren also bereit, eine ganze Spezies auf der Basis einiger weniger Simulationen zu sterilisieren? Ja, Millionen von Daten lagen vor, jahrelange Diskussionen, zahllose Szenarien. Alle hielten Zersplitterung der Korgana für gefährlich, keine vereinte Kultur zur Stützung der Wiederbevölkerung. Es hätte Krieg gegeben. Turianer und Menschen hätten Korgana endgültig vernichtet. Genophage war besser, hat Leben gerettet. Wow! Sehen Sie sich die tote Frau an, Mordin. Die haben Sie wohl nicht gerettet. Nein, sieht nicht so aus. Habe mit verfügbaren Daten gearbeitet. Einzige Option, sonst keine mögliche, ist nicht mehr wichtig.